Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Rise of the Tomb Raider mit Paxis. Ich muss mich kurz konzentrieren. Action! Wo sind wir denn jetzt überhaupt hier im Wald? Also, hier war ich doch vorher noch nie. Also die Pumpgun macht natürlich nur auf diese kurze Distanz Sinn. Das heißt, werden wir, je nachdem wie lange das Spiel noch geht, nachdem wir hier die Stelle überwunden haben, werden wir wohl Pumpgun gar nicht so oft verwenden. Denke ich zumindest. Also auch jetzt könnte ich halt mit dem Maschinengewehr spielen, mit Pfeil und Bogen, mit der Pistole und Headshots verteilen. Aber ich will jetzt erstmal ein bisschen Action haben. Haben lange genug gewartet auf unsere Action und dementsprechend machen wir das jetzt auch. Ich hoffe mal auf dem Lagerfeuer, dass ich meine Pumpgun verbessern kann. Krass, wie viel Munition man hier findet. Als ob man die brauchen würde. Häuserkampf, Häuserkampf! Was ist denn hier los? Oh Scheiße. Gegen mehrere auf einmal ist sie natürlich ebenfalls interessant. Okay, da ist man ein bisschen zu weit weg. Ja, so geht's eben auch. Haben wir nur so wenig Holz, dass wir ständig das Holz noch einsammeln können? Was? Oh, verbrenne ich, wenn ich in das Feuer reingehe? Nee. Flammenwerfer oder was? Scheiße. Ich packe ja wirklich alles ab. Wahrscheinlich muss ich hinten auf die Tanks schießen. Haben uns überrannt. Croft ist bei ihnen. Schwere Verluste. Männer sind tot oder verstreut. Ja! Wir hätten sie töten sollen. Du hast keine Ergebnisse vorzuweisen. Vielleicht schafft sie, woran du bisher scheiterst. Ich werde nicht scheitern. Trinity greift ein, wenn du es tust. Weißt du, was das heißt? Ich bin entbehrlich. Mein Überleben interessiert sie nicht. Ich brauche die Macht der Quelle. Und du wirst sie kriegen. Verlieh den Glauben nicht. Es ist Gottes Wille. Unser Erfolg ist unvermeidlich. Bitte, finde sie einfach. Mir läuft die Zeit davon. Wir sind so weit. Ich habe viel erduldet. Die letzten Hindernisse, vor die du mich gestellt hast. Die Sünden, die ich begehen musste. Sie müssen einen Sinn haben. Nur du kannst mir den Weg zeigen. Gib mir Kraft, weiterzumachen für sie, für dich, für Trinity. Bitte. Zeig mir den Weg.
fließt also Blut. Bei mir. Tut mir leid. Das haben Ihre Leute nicht verdient. Wir haben es so gewählt. Unseren Weg. Es war noch nie einfach. Ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Trinity wird nicht aufhören, oder? Das bezweifle ich. Die haben viele Ressourcen. Und der Atlas? Er ist eine antike Karte der alten Stadt. Aber die werden ihn nicht im Turm finden. Viele meiner Leute leben in diesen Ruinen. Sie sind nicht auf das vorbereitet, was kommt. Ich kann helfen, Jacob. Tun Sie das für uns? Oder für das, was Sie suchen? Im Moment ist das ein und dasselbe. Sobald ich die Verletzten versorgt habe, bringe ich Verstärkung mit. Ja, was ist? OMG, war das jetzt gerade dieser krasse Kampf, von dem wir alle geredet haben, auf den wir uns vorbereiten sollten? Da ging eine Minute oder so. What the fuck? Was war das denn? Also, den hätten sie so viel geiler machen können. Ich dachte halt wirklich, dass wir einfach dann in diesem Tal mit abhängen, dass eine Flut an Gegnern kommt, dass wir die wegballern müssen zu einem gewissen Teil, dass die CPU-Spieler, die in dem Tal leben, ebenfalls Leute wegballern. Oh, ich habe mich so gefreut auf einen kleinen Krieg. Und dann gibt's hier mal kurze Pumpgun-Action, wieder mal super einfach und das war's. Dran, Jacob. Der Angriff hat alles verwüstet und wir können niemanden zur Akropolis schicken. Ich weiß. Meine Herren. Ich kümmere mich um die Verletzten. Wo ist denn das nächste Lagerfeuer? In Sicherheit bringen. Hallo? Danach trommeln wir alle zusammen, die noch kämpfen kann. Vier. Naja, dann durchsuchen wir erstmal den ganzen Spaß. Ich schicke einen Läufer, wenn wir soweit sind. Ich kann es echt immer noch nicht fassen, dass es das schon gewesen sein soll. Aber gut, Pumpgun-Munition können wir gut gebrauchen. Pff, krass. Krass! Naja, sammeln wir mal schnell die Sachen ein und dann geht's weiter. Ich komme gar nicht drauf klar. Ich komme echt null drauf klar. Kann ich eigentlich die Leichen hier looten? Nee. Das ist auch geil, während die anderen halt versuchen, hier irgendwie Überlebende zu versorgen, nehme ich mir halt einfach die Zeit und sammle mal wieder alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist und was ich halt irgendwie gebrauchen kann oder wo das Spiel sagt, dass ich das gebrauchen kann. Oh, ich kann sogar mit Verletzten reden. Oh, hallo. Wie ich höre, haben Sie mit uns gekämpft. Ich habe mich bemüht. Ich bin froh, dass ich hier war. War's schon? Ich bin ja mal gespannt, wie die Sophia jetzt auf mich reagiert, nachdem ich... Ich sehe noch immer nicht richtig. Alles ist verschwunden. Nachdem ich mit ihr mitgekämpft habe, aber ganz ehrlich, ich... Also nicht mal andersweise das Gefühl, dass ich der ausschlaggebende Grund war, dass sie hier gewonnen haben. Das hätten sie ja ohne mich geschafft. Gerade so. In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren, begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Als die Stadt Kitesh fiel, mussten die Einwohner ohne den Propheten zurechtkommen. Oh, bisschen wackelig. Ich kann das Bein nicht retten. Aber Gott, ist das weh. Was sagst du? Kann ich die Wunde betreiben? Ich muss es abnehmen. Was? Mir leid. So viel ging bei dem Angriff verloren. Nein, bitte! Nicht mein Bein abnehmen, das geht nicht! Ich bin keine Hilfe, wenn ich nicht kämpfen kann!
Dann wirst du sterben, verstehst du mich? Dein Bein wird verfaulen und dich umbringen. Willst du das? Nicht mein Bein abnehmen. Du hattest Glück. Wenn sie durchgegangen wären, wärst du verblutet. Glück. Oh Gott, zeigen die das jetzt wieder, wie die das Bein abschneidet? Ich meine, die arbeitet gerade an einem Bein, glaube ich, was unsichtbar ist, aber okay. Ich kann nicht. Ach, zeigen sie uns nicht. Nein. Warum holt sein Assistent Kugel aus mir raus? Er war am Akropolis. Letzter Teil vom Bogen. Schwere Pistole, 1 von 4. Okay, es geht doch weiter. Hier müssen wir lang, okay. Das wollte ich nur mal schnell wissen, um einschätzen zu können, wo wir zuerst hingehen. Dann müssen wir nämlich doch erstmal in die andere Richtung. Moment. Gleich bist du an der Reihe. Hopp. Ich frage mich immer noch, wo das hier ist, weil hier waren wir ja vorher noch nie. Boah, ist ja noch richtig viel Rauch. Sieht gar nichts. Schrauben, das ist wirklich das Einzige, was von Anfang bis Ende, wie es aussieht, immer knapp ist. Oh, was ist denn hier los? Hallo. Gar nichts. Munition, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir so oft mit der Pumpgun spielen. Außer halt bei härteren Kämpfen wie immer. Aber im Normalfall werde ich halt einfach wieder mit Pistole auf Kopfschussjagd gehen. Das macht doch auch am meisten Spaß. Finde ich zumindest. Headshot. Außerdem trainiert man damit am ehesten seinen Aim. Wenn man immer nur mit der Pumpgun auf den Körper zielt, ist es halt relativ leicht. Aber wenn man auf den Kopf schießen muss, auch als Tipp für euch, wenn ihr euren Skill verbessern wollt. Ach, von hier bin ich gekommen, oder? Jupp. Da brauchen wir also nicht weiter zurückgehen, sondern können jetzt zu Jacob und dann weiter. Ich hab ehrlich gesagt schon vergessen, was jetzt der Auftrag ist. Also ich weiß, wo ich hin muss, aber ich weiß nicht mehr, wieso. Moment, wie weit können wir hier hoch? Ah, da kommen wir schon nicht mehr drauf. Also das Feuer ist ja auch ziemlich unrealistisch, oder? Fällt mir gerade so ein. Also nicht, weil die Flammen an sich scheiße aussehen würden. Die sehen schon ganz gut aus, aber es sieht halt echt nicht so aus, als wenn hier irgendwas brennen würde, sondern es sieht einfach nur so aus, als wenn die Texturen halt reingesetzt sind in die Welt hier. So einfach mal so platziert. Ich meine, es brennt halt einfach an Gras, also es brennt halt an nichts dran. Also die Grashalme, die stehen einfach mittendrin. Das Holz, das ist unbeeindruckt von dem Feuer. Also es ist schon sehr merkwürdig. Naja, was soll's. Ich muss echt sagen, dass ich den ersten Teil ausgereifter fand als den jetzigen. Aus verschiedenen Gründen. Aber darüber können wir auch gerne nochmal reden, wenn dieses Spiel vorbei ist. Mal so ein kleines Resümee ziehen. Will ich mit mir reden? Okay. Komm auch nicht hier durch? Okay. Immer noch ein geiles Spiel, aber wie gesagt, also mein momentaner Eindruck ist, dass der erste Teil ausgereifter war. Aber da habe ich auch die Game of the Year Edition gespielt. Also die Spiel des Jahres Edition. Oh. Und ja, die Spiel des Jahres Edition ist dann logischerweise komplett durchgepatcht etc. Optionales Herausforderungsgrab, wo ist das denn? Hier anscheinend nirgends. Welche Richtung muss ich denn? Ich muss darüber, okay. Dann gehen wir erstmal nicht in die Richtung. Damit wir dieses optionale Herausforderungsgrab finden, was sich vielleicht hier versteckt. Ja, hier ist es. Juhu! Jetzt ist die Frage nur noch, können wir das schaffen? Weil die Frage ist, ob das wieder versperrt wird von irgendwas, was ich momentan noch nicht lösen kann, oder... Ach hier, hier wo es total hell ist, macht sie jetzt Licht an. Aber wenn sonst es stockduster ist und, keine Ahnung, nur ein einziger Lichtschein von irgendwo hereinscheint, dann denkt sie sich halt, okay, es ist hell genug, wir müssen es jetzt nicht anmachen. Stoff habe ich, glaube ich, verbraucht für die Feuerpfeile, deswegen haben wir die noch nicht voll. Okay.
In unübersichtlichen Ecken nehme ich ganz gerne mal diese Instinkte wahr, um halt einfach zu gucken, ob da irgendwas ist. So, bitte ein Grab, das ich jetzt schon lösen kann und nicht erst irgendwann mal. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wo die anderen Gräber sind, an die ich quasi zurück, also zu denen ich quasi zurückgehen muss. Keine Ahnung, bei dem einen brauche ich ein Atemgerät, da gibt es auch einmal 1 Million Höhlen und Orte, wo ich was brauche, um... Wo ich was brauche, um Metallbarrieren zu zerstören. Das ist dann, glaube ich, mal ein Granatwerfer oder so. Aber, ja. Ist hier irgendwas vergraben? Nein. Ab ins Wasser! Ah, da krabbelt sie durch. Sehr schön. Ich hatte schon Angst, dass ich hier wieder nicht weiterkomme. So, da müssen wir bestimmt ein Seil spannen. Aber erstmal schauen wir uns im Wasser so um, bevor wir... Ja, es scheint nichts weiter zu geben. Irgendwelches Holz, keine Ahnung. Aber geil, wir können das Grab lösen, wie es aussieht. Also ob wir es lösen können, weiß ich nicht, aber wir haben zumindest die Theorie. Eine Art Begräbniskammer. Haben zumindest die theoretische Möglichkeit, das sieht ja mal richtig geil aus. Das sieht aus wie irgendeine Arena oder so. Für Gladiatorenkämpfe. Und natürlich all die Gladiatoren, die verloren haben. Die Köpfe seht ihr jetzt hier. Bitteschön, es waren echt viele Kämpfe. Guckt sie hin. Sie guckt auf die Köpfe, wie es aussieht. Oh, ich gehe über Totenköpfe drüber. Eieieiei. Wenn das kein Unglück bringt, dann weiß ich auch nicht. Ein silberner Korb. Er sollte wohl zur Dekoration dienen, aber niemand hat ihn als Getreidekorb benutzt. Hat die gerade niemand gesagt? Und da steht jemand. Ich habe auf jeden Fall niemand verstanden. Und das Getreide ist noch nicht verfault, dann kann das ja... Oder hat sich noch nicht ein Staub aufgelöst, dann kann es ja nicht so alt sein. Also das Getreide zumindest. Der Krug natürlich schon. Gemälde. 3 heilige Könige sollen es wahrscheinlich sein und begraben den 4. heiligen König. Keine Ahnung. Und einer der 3 heiligen Königen ist eine Frau, glaube ich, der ganz rechts hier. Aber wir können uns das nicht näher anschauen, wie es aussieht. Gut, da fällt mir gerade ein, was muss ich denn hier machen? Hä? Ah, hier geht's ja weiter nach oben. Wie konnte ich das denn bitte übersehen? Na gut. Hier müsste doch auch wieder ein Lagerfeuer sein, fällt mir gerade ein. Sehr schön. Großartig. Katakomben der heiligen Gewässer. Erstmal setzen wir den Fähigkeitspunkt ein. Gut, was wollen wir denn da? Dieses Bogenexperte etc. ist eigentlich alles uninteressant. Meister des Landes. Entdecken Sie mit Hilfe Ihrer Überlebensinstinkte exotische Tiere in der Nähe und finden Sie Ihren Aufenthaltsort. Was will ich denn mit exotischen Tieren? Doppelschuss! Feuern Sie gleichzeitig... Wieso habe ich das noch nie gemacht? Nehmen wir das mal. Während Sie mit vollständig gespannten Bogen zoomen, können Sie mehrere Ziele anvisieren, indem Sie für eine kurze Zeit auf sie zielen. Nach dem Auslösen treffen die Pfeile mehrere Feinde gleichzeitig. Rote Zielsymbole zeigen anvisierte Ziele an und die Position der Markierung gibt Aufschluss darüber, wo die Schüsse treffen werden. Entweder Körper oder Kopf. Okay. Klingt hinterhältig, das gefällt mir. Alter Hornbogen, stimmt, den haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Wir schauen, was er kann. Macht weniger Schaden, bessere Zielgeschwindigkeit. Alter Hornbogen, ein antiker byzantinischer Bogen, der auf hohe Schussgeschwindigkeit ausgelegt ist, verziert mit Stücken von Bergschaffhorn. Zielgeschwindigkeit ist deutlich schneller und Schussfrequenz, aber viel weniger Haltezeit, aber weniger Schaden. Da nehmen wir dann doch lieber unseren Recurve-Bogen, würde ich sagen. Das passt schon. Wie sieht er aus? Okay. Scheint ganz gut auszusehen, aber trotzdem, wir bleiben bei dem. So, Pistole. Oh, erstmal Schrotflinte gucken, die haben wir noch gar nicht aufgebessert. Diese ausgewogene Waffe ist immer nützlich und darf in keinem Arsenal fehlen. Maßgefertigter Übergangs...
Konus. Ein Übergangskonus erzeugt konzentriertere Schussmuster und bewirkt höheren Schaden. Das nehmen wir natürlich, aber dann war es das auch wieder mit den Schrauben. Aber Schaden ist immer erstmal gut. Dann war es das wahrscheinlich schon, weil wir für alles andere auch wieder Schrauben brauchen. Ja. Dann weiter. Wir wollen schließlich dieses Grab lösen. Oh, da scheinen wir viel mit Seilpfeilen machen zu müssen. Okay. Am Anfang sieht es immer viel komplizierter aus, als es in Wirklichkeit ist. Im Normalfall zumindest. Wo muss ich denn eigentlich hin? Was hat das mit der Strömung auf sich? Darf ich überhaupt ins Wasser gehen? Aber oh Gott, das habe ich fast schon gedacht. Und sie kommt auch nicht mehr raus. Sie kommt auch nicht mehr. Ah doch, hier kommt sie raus. Sehr gut. Weil hier die Strömung nicht mehr so stark ist. Gut. Ich denke mal, da runter dürfen wir gar nicht fallen. Da sterben wir wahrscheinlich. Also müssen wir irgendwie diese Strömung davon abhalten, zu strömen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Praxis, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.